Guten Abend, liebes Publikum, liebe Huttli, liebe Fasnächtler, Butzi und Maskere. Darf ich vorstellen? Gemüsebülle. Zwinterbülle. Frühlingsbülle. Und die Jalotte. Unsere Sprüche hin, Juristen, abgesegnet. Man weiss ja nie, wenn es noch Klagen regnet. Darum tun wir sie jetzt gleich noch mal wogen. Etwa einer wird halt durch den Dreck gezogen. Böllenkönig ist das Melz wieder einmal. Nächstes Jahr logisch, natürlich eine Frau dran. Dass in Zukunft aber alles läuft gerecht. Vergessen denn ja auch nicht das dritte Geschlecht. Wie man das letzte Jahr rekapituliert, ist doch wieder einiges passiert. CS macht sich voll zum Spott und meldet, wir sind im Bankrott. Für die UBS ist es wie ein Apero-Häppli. Sie kaufen die Bank gerade für einen Schnäppli. Gerade mal 3 Milliarden und schwupps, Credit Suisse gehört jetzt der Ups. Um 5% vermag Melz Steuern zu sinken. Da habe ich dann schon ein bisschen bedenken. Es liegt doch in der Sache von Natur. Ein Haufen Zuzug braucht Infrastruktur. Ja, aber wie wir wirklich werden eine Stadt, so sind nämlich unsere Finanzen bald wieder platt. Mit grosser Agi und starrer Allüre steigen es gleich wieder unsere Steuern. Wird der raffinierte Schachzug in ein paar Jahren echt zum Betrug? Wegen mehr Steuereinnahmen, weniger Zahlen. Der Hintergrund sind doch sicher Gemeinderatswahlen. Hat man den freien Melzer einen Maulkorb aufgebrummt? Weil die sind nämlich ziemlich verstummt. Oder kandidiert etwa einer aus dem Kreis für das Melzer Präsidium? Ja, wer weiß? Auf dem Platz 3 Giebelhütte kann immer noch keine neue Fassade bieten. Das Dornröschen Strüpp ist zwar weg, seit Monaten vor dieser Ruine, aber nur Dreck. Wochenlang hocken dort, ich glaube, ich spinne an so eine komische Heuballe hin. Was ist Melzina AG dort am Planen? Hisst doch wenigstens eine Melzerfahne! Dass Kruppbüch nicht der schnellste sind, das wissen wir. Drum wollen sie jetzt auch einführen. Tempo 30 in jedem Quartier. Das interessiert unseren Kantonsrat aber nicht ein Dreck. Auch in der Wärmeling rumfahren wir wie ein Schneck. Frau Ermelingen. Fetius. Verhindert wird jetzt das Tempo 30 Zergas. Weiterhin kann man durchkernen,
mit Vollgas. Grüezi, Tanner, will auch noch ein Flüsterteer. Und der Hauser ist sicher für den Linksverkehr. Liebe Sargaser, Winger Wing mit Fahren, Pause! Den könnt doch einfach zu uns in die 20er-Zone auf Böllenhausen! Durch den Abend Schlössli wird's fahren mit dem 30er. Wir können euch eins sagen, das gibt ja der Schiesser. Und ein Schnäckle im Auto ist nicht amüsant. Da überholen die Biker am laufenden Band. Oh, wie hat der Walter geplant, bis endlich sein Plakat ist gegangen. Clever ist gesehen, was sie dort wogen mit Wo ist der Walter-Slogan? Hat man echt vergessen, die Urheberrecht? Das macht die Sicht in Huren schlecht. Eigenartig haben wir noch gefunden. Die Plakate sind blitzartig wieder verschwunden. Der beste Platz für einen Politiker sei in der Tat irgendwo auf einem grossen Waldplakat. Dort ist er geräuschlos und tragbar, aber einfach zu entfernen wie wunderbar. Das ist doch vom Oreo Wiese. Das macht doch nichts. Kennt ihr das Oreo? Nein. Gewählt wird der Gartmann der nationalen Wahlen. St. Gallen Jus, er tut in jede Kamera strahlen. Im Pfalzkeller kumpelt er, stände Rötli Friedli an. Alle meinen, er sei der Äster ihrem an. Verwechselt mit dem Toni, das ist doch dreist. Der Brunner ist doch gar nicht so feist. Morgenrot, oh Morgenrot, der Walter ist jetzt fern im Rot. Der Toni Brunner könnte er sein, ist aber zu dick und auch viel zu klein. Oh Morgenrot, der Walter ist jetzt Bern im Rot. Für die erste Sitzung mit der Fraktion, der Walter natürlich, der Zug hat genommen. Auf dieser Fahrt auf Bern mit dem ÖV trifft er aus Wams eine junge Frau. Es gibt einen angeregten Dialog, hin und her, Frage um Frage. Vom Bahnhof weg wird weiter diskutiert. Er nicht merkt, dass an die Uni wird spaziert. Der Walter kommt plötzlich nicht mehr raus. Das hier ist ja gerne ins Bundeshaus. Tester Friedli läutet dem an. Walter, wo bist du dran? Finden sollte man das Bundeshaus ohne Karte, weil dort sind nämlich 60 Leute auf dich am Warten. Oh Morgenrot, der Walter ist jetzt Bern im Rot. Und spät in Zins ins Zimmerli, er scheint sich jetzt ganz Zimmerli. Oh Morgenrot, der Walter ist jetzt Bern im Rot. So, jetzt nehme ich es für Intellektuelle. Aber auch für Intelligente, das sind ja hier. Guten Abend, liebe Sportfreunde, hier und zu Hause an den Bildschirmen. Wir schalten nun live in die Bumser Ferge. Flumser Berge. Zum internationalen Politwinterlager im Marges. In die Lagertüche wird schon gearbeitet. Oh, c'est bon. Emmanuel Corti Macron.
Senza donne gote nid. Giorgia schneide eine Meloni. Also ich, der Balthasar, finde das nicht so glättlich. Ist im Fall kein Bio. Aber Lena meint, dass sie einen Bärbock gesehen hat. Aber dass das nicht stimmt, hat sogar Angela gemerkt. Im Hühnerstall hört man keine Stimme. Er Vladimir ruft. Put, 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 Putti! The eyes from Anthony blinken jetzt gefährlich. Who is the president? Ist Joe Biden kühn? Nein, ist eine Flagge halb Colina. Right, right. And Donald Blay Sean Trump it. Ja, bist gescheit, das Stückel ist zu kurz. Jammer Sebastian. Ne Hammer finde Koal. Das Lidl heißt Make Austria im Skifahren Greta gehen. Der Schweizer Lagerskilehrer Marco stellt klar, Schweizer sind Tipfli-Scheisser. Drum gewinnet's öbs Vizin oder Matt. Dann kommt der Letzte in Haus von Lager. Hey Mann. Ach, Serben bringen kein Glück. Seit Sebastian, meine Ski sind Fucic. Aber fertig. Viel von dieser Partei, all sind stur, kommt im Herbst. Zur Grünabfuhr. Im Oktober gibt's kein Siegerblättli für sein Gefolge. Gell, Herr Glättli? Die grünen Nationalräte müssen erleben, auf Parlamentssitz, da kann man sich nicht kleben. Für ihre Aktionen wird eine Quittung präsentiert, reihenweise im Wärm von der Stühle abgespielt. Nach dieser grossen Wahlkampfniederlage der grüne Präsident auf einmal nicht mehr mag. Er sei von dieser Schlappe ins Gesicht. Ja klar, bei seinem Anblick auch jede Milch bricht. Lädli hat seine Partei immer im Griff und verlässt in der Niederlage das sinkende Schiff. Seine Genossen müssen das voll und ganz verstehen. Beim Schutten auch immer der Trainer muss gehen. Es ist ja wirklich nicht mehr zum Lachen. Muss man mit Kameras Fasnacht überwachen. Fertig ist mit Blödsinn, Judy Hu. Mein Melz ist watching you. Schläger und Randalen will man vermeiden. Die tun sich doch einfach als Hutli verkleiden. So hat man wenigstens mehr Larven auf dem Platz. Und die ganze Aktion ist gleich nicht für Katze. Ja! Eine Herde weißer Schafe war mein Königreich, bis der böse Wolf kam so nach Hure sei. Eine Herde grauer Wölfe im Kalfeisental, denen in St. Gallen ist das scheißegal. In der Schneie ist es gefährlich, Fein zu hüten, weil dort das Kalfeisenrudel tut wüten. Rot wird gesucht per Wildhut St. Gallen. Denen aber auch nichts gescheit zu tief fallen. Ihr Hirten müsst das halt verstehen. Im Dunkeln besser nicht mehr rausgehen. Für die Antwort soll es gehen auf eine Ranze. Besser wäre auch noch gewesen. Geht doch mit den Wölfen tanzen.
ist um. Etwas finden wir. Nichts Nützige. Sachen fressen würde das Tier. Schauf müsste nämlich keine Angst mehr haben, weil Klimakleber könnten sicher vorher dran. Eine Hölle weißer Schafe war mein Königreich, bis der böse Wolf kam so nach hoher Zeit. Eine Herde grauer Wölfe im kaltweißen Tal, denen in St. Gallen ist das scheißegal. Die 5 Seenwanderung im Sommer bereitet einige Touristen Kummer, wo die Herdenschutzhunde auf dem Weg hocken. Du hörst keine Unterländer mehr, Frodo. Die Kolonne wird immer grösser unter der Lücke. Komisch, es wogert niemand mehr Führung zu drücken. Konsequenz ist ein riesen Stau. Weil weiterlaufen auch Augen zu keine Sau. Die Städte wissen ja alles besser und in Wellen, dass die Jäger kein Raubtier dürfen knellen. Komisch, der Wolf soll man sehen als Freund. Aber die Angst haben vor diesen Hunden? Gedanken über ein Implantat? Macht sich der Esel in der Tat? Das Loch im Kiefer tut sich steuern. Der Pferd jetzt eine neue Zahl, denkt Keuren. Um ein bisschen Kosten zu sparen. Bin mir kürzlich gerade erfahren. Sie machen ja nicht ein genaues Geschiss. Weil sie einpflanzen. Ein Zahn von einem Hirschgebiss. Wenn der Zahn ich sollte plagen, fahr ja, fahr ja hoch. Der mir hier ein Hirschle jagen, fahr ja hoch. Hirschle nimmt dich wohl in Nacht, will der Rabbel ein Bistrus machen. Fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja. Hirschle nimmt dich wohl in Nacht, will der Rabbel ein Bistrus machen. Fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja. Weil Potti Gabi wieder einmal in Ausgang will, bestellt sie Ticket einfach übers Internet. Für Meld staunt und lacht. Tut sie Billett buchen und über die Homepage vom Perugano suchen. Die Auswahl ist dann aber ziemlich klein. Nur noch zwei Stühle neben der Regie. Bei der Vorstellung dann hat es noch einen Haufen freie Plätze. Zu Gabi kommt gerade ein kleines Satz. Beim Hans-Bertsch vom alten Kino tut sie reklamieren. Warum sie die guten Plätze nicht können reservieren? Der Hans kontert, studieren musst halt ein bisschen und nicht buchen zwei IV-Sitz. Hans, habe ich jetzt einen guten Platz? Nein, nein, nein. Es ist nichts wegen einer heißen Pfanne. Dafür wäre Einsatz weiss gegangen. Serviert uns von Gimsli, denen ist es völlig egal. Endlos lang steht sie unter dem Duschestrahl. Die Frau, die in ihren Augen nicht mehr traut, wo plötzlich die Feuerwehr im Bad jener steht. Weil sie so viel Dampf im Duschen produziert, hat sie nämlich gerade den Brandmelder aktiviert. Führer, Tag und Nacht parat. Wenn einmal zu lang duschen tust, stimmt's bei dir im Bad.
Christ, dann haben wir für den Tag und Nacht parat. Wenn er muss am Duschen tun, stimmt's bei dir im Bad. Plötzlich stünd im Gugglerquartier doch tatsächlich wieder neue Visier. Jetzt wird der Rhein gleich verbetoniert, sind alle Einsprachen eliminiert. Der Projektleiter kümmert das ein Dreck, wenn die Melz verschwinden, alle grünen Flecken. Hat echt auch gemeint, die Hand im Spiel und sich eingelassen auf einen intelligenten Deal. Der Butzerstutz ist für die Rentner durch das Gift. Schon lang das Pflegeheim, dort Uffi weht an den Lift. Das tut man natürlich ins Konzept integrieren und so den Behörden imponieren. Aber schließlich haben wir es niemandem gewonnen. Im Winter dort hinten keine Minute Sonne. Wohnungsinteressenten gibt es vielleicht doch. Aus Wangs habe ich es gut geschaut. Der Fahrstuhl nach oben geht's noch nicht. Sie müssen warten. Sie müssen zum Bett nach oben jetzt. Noch immer jacknen. Die Visier in der Kuppel sind gesetzt. Frage ist, was passiert jetzt? Der Fahrstuhl nach oben geht's noch nicht. Sie müssen warten. Die Feuerwerke am Silvester sind Sargasse untersagt. Knellerei wird einfach auf Wams verleiht. Auch das Melz geht zu und her um Mitternacht. Raketen und Böller haben grausam Krach gemacht. Der Krutni ist doch das sicher furzegal. Gemeins Frühling ist schließlich grün und liberal. Der Tanner und Co., die können es nämlich geniessen, was die Nachbauern tun, in den Himmel aufschiessen. Anfang Dezember kommt dann der grosse Schnee. Mit der Ruhe ist es am Klumser Berg vorbei. In Unterterzen wird zum Flop. Der elektronisch dicke Job. Skifahrer, eine Stunde müssen anstehen, bei blauem Himmel an der Talstation. Leisten kann sich hingegen bei Zollbahn, an einem derigen Tag nicht einmal offen zu haben. Und der Pizoll hat jetzt deinen sechsten See. Zu machen mit Kanonen einen Haufen Schnee. Sechs Seenwanderung, rufen sie zwangsjuse, ganz laut. Neu kann man umschalten als Nacktwanderer, füttle Blut. Was ist denn eigentlich in Sargasien los? Stichwort Baustelle, Zürcherstrasse. Monatelang wird Kanalisation saniert. Das heisst, neue Rohr, einbetoniert. Ohne zu feulen, würden die Kanal verleiht. Der Untergrund, das nicht vertreibt. Fertig ist mit Gemütlich auf der Scheisse, Kaka. Die neuen Leitungen tun nämlich absacken. Scheisse. Alles wieder öffnen und reparieren. Oft tun in die Baugeschäfte kooperieren. Weil von Schulzuanweisungen und Gerichten könnte es eher wie Melz am besten bringen. Zürcherstrasse bleibt weiterhin gesperrt. Dagegen sich niemand gross wert. Längere Zeit kein Durchgangsverkehr. Besser als wenn es eine weisse Zone wäre. So Zürcherstrasse, was
ist mit der Burschen los? Am Fuß vom Gunzer rumhangen, in Kilometer lange Schlange. O Zürcher Stross, o Zürcher Stross, was ist mit der Burschen los? No, der Heidi Hanselmann. Handelt der Christoph Hartmann. Ihnen tut SVP nominieren, zum in St. Gallen zu regieren. Allerdings, wenn schon einmal vor so einer Wahl, wird berichtet aus Wallenstadt von einem Skandal. In Fokus geraten brummt natürlich der Streit wegen dem geloppeten Steinmühle. 24 Jahre steht das dort schon illegal. Trotz Gerichtsentscheid für die Gemeinde. Marginal. Will Stadtner hier einen neuen Kursrekord landen? Oder die Mauer zu Berlin übertreffen? Die ist 28 Jahre gestanden. Ich habe gar einen elektronischen Einschlag bekommen. Das Duo von Bergis ist ja heute oben komplett. Liegt der Eint nicht in einem Gefängnisbett? Hat echt einen Zaubertrick von Harry Potter herbeimet, der Eint Globetrottel? Ein Haufen komisch Kögen sind anfangs auf der Piste. Gender, LGBT und andere Aktivisten. Neu heisst Elternteil 1. Und Elternteil 2, mit Vater und Mutter ist jetzt dann vorbei. Nicht fest, glaub heute normal, entbindende Person, heisst es im Geburtsamen. Wir normale Leute, wenn ihr und wir hier alle, würden da draus nur mehr schlau. Ist echt bald der Sammy Klaus bartlos und eine Frau? Das Mami schmusert mit dem Sammy Klaus. Ich hab das Gefühl, sie meint, das sei ein Mann. Aber nein, es ist eine Frau, aber das geht heute ja auch! Da machen wir nicht mit! Veraltet ist der Ausdruck Altersheim, nicht mehr zeitgemäß auch Pflegeheim. Darum wird nebst umstrukturiert natürlich auch ein neuer Name präsentiert. Marketingmäßig muss man sich verkaufen. Darum tut man den Betrieb neu Colina taufen. Den alten Leuten will das Unternehmen etwas bieten. Sanfter Hügel, die Bezeichnung nämlich täglich bedeutet. Für mich geht es so steil auf in der Welt. So schön. Der Bewohner, das sicher egal ist. Sie verstehen ja kein Italienisch. Es kann ja nicht genug kosten. Man tut sogar noch neue Fahnen posten. Es ist doch nicht Italia, gleich kauft man es mit Colina. Wir haben schon zwei Lugano, dort sind wir Italiano. Oh, mia bella, bella la Colina. Der Alpenkluni von Melz, wo man überall kennt. Der Flütsch Silvester, ein richtiges Naturtalent. Er tut noch am Bädeln, sie Hause an Zuhäre hinken, dass am anderen Tag trocken sind und nicht stinken. Und es will holen, stellt er fest, oh Schreck. Meine Schüsse sind einfach weg. Später läuft einer mit präzis diesen Hosen vorbei. Der Trainer fragt, von wo er die Badhosen hat. Wo man stand in einem Grosseto am Flomerte. 3 Euro einen kostet, der bloße der Werte. Der Silf bettelt auf den Knien, lässt nicht Luck.
und kauf die schönen Hosen zurück. Er finde die eben scheibe cool. Es sieht eher aus wie ein bisschen schwacher. Sieht man ihn am Stamm noch aufklettern. Auf rund 3 Meter oben fällt er an Wippen. Ziemlich rassig, dass das Bäumchen hier kippen. Das Gehäuse ist nachher nur ein lautes Knacken. Der Silf sich gerade noch an einen Ast packen. Samt dem Baum ist er nachher im hohen Bogen. Du hast einen ziemlich steilen Bord eingeflogen. Ja, Silf, es ist sogar bei den Bäumen so. Bedeutung vom Sprichwort «Verscheider dich noch». Ein Fachli Kurti tut eine Kühlbox anhinken an der Autobatterie. Kühles Bier ist besser als warme Italo-Wein. Ich, der Kachelmann, bin schon schlau. Auf die Idee komme ich nämlich nie eine Frau. Am Morgen der Kürti tut dumm in die Weltgeschichte klaren, weil er mit dem Karren keinen Meter mehr fahren kann. Das Hilfe ist ihm den Gottlob mit Überbrückungskabel. Da, zack! Ein Schwab! Wir können alles, yeah! Ja, das Bier ist kalt in der Box, ja, das Bier ist kalt. Der Karre fährt nicht mehr fort, Batterie nicht alt. Aber das Bier ist kalt! Das Bier ist kalt in der Box, der Kürt geht vor, du Hure Dreck! Aber es ist die Karre, hat kein Fuss, drum hilft er so. Wenn die Öffnister so Gaserlinder, schauen die immer an die gleichen Grinder. Während der Alpenpfad, Kühe und Rinder. Vor den Wahlen, Politiker wird immer minder. Schönere Bildchen findest du ihn nur noch. Im Propagandaheftli Platz 2.0 vom Guido. Es kann auch noch wüster werden, leider. Auf der letzten Seite vom Sargaserländer noch vom Schneider. Am Dorothee, Generali, gell?
Seine Frau will nie, nie. Und das ist fix. Ein solcher Alleskönner für die Küche, ein Thermomix. So eine Schachtel liegt aber bereit, unter dem Baum, für unter dem Baum. Weil der Tommy meint, das ist sicher das Dorlis Traum. Sie hat den Pack auch prompt entdeckt. Kommt du, sie hoffe nur, dass kein Däniger dort jenen steckt. Am Weihnachtsabend, auch stille Nacht. Wer hat sein düster Gesicht gemacht? Das kommt davon, wie man als Mann nie dort losen. Könnt er ein teures Geschenk, nämlich grausam in die Hose. Zurückgehen können er nicht mehr die Maschinen, sagt der Ackermann. Darum sehr günstig sie jetzt auf Ricardo ist zu haben. Und der Mann losen gut zu. Happy Wife. Happy Life. Oh Dorothee, oh Dorothee, was für ein Geschenk hast du doch gegeben? Von dem Omis, der Traum nicht wissen, den anderen Stuhl sie nicht mehr küssen. Dorothee, oh Dorothee, was für ein Geschenk hast du doch gegeben? Der Ackermann Wiese von Plunz braucht eine Schweizer Flagge, dass man das Prägelhütli schon von weitem sieht, wie man dort aufgejagt hat. Beim Otto Sjusse sind die Fahnen in der Aktion. In einem Korb liegen sie auf, eine ganze Ration. In dem Knüll jener liegt eine rot-weiße Flagge. Ein Schnäppli, und die tut er eine packen. Prägel oben, voller Freude, er tut die Fahne hissen. Oh Jesus Gott, sieht das jetzt aus, verschissen. Statt ein Schweizer Kreuz, es verschlaut dem Gatter Schnuf. Ist ein Halm und ein Stern auf dem Staff noch drauf. Braucht ganz schnell eine grosse Schweizer Fahne. Rot-weiss, das muss sie sein, das weiss auch der Wissi. Das ist der Anfang geworden von seinem Drama. Der Wissi denkt, ihr jetzt können sparen. Wo hat sie aufgezählt, dort der schnelle Scharren. Er hat den falschen genommen, das hat er jetzt erfuhr. Das tut ihm sicher nicht mehr wieder fahren. Yeah. Die falsche Fahne tut ihm gar nicht fallen. Mit dem Fetzen kann er auch nicht prallen. Es tut ihm weh, ich seh, bin ich ein Hurenkami. Drum tut er das nächste Mal besser herklarren. Jetzt wieder gesehen von uns heuer. Wenn es euch nicht gefallen hat, können wir nichts dafür. Wir fürchten es ein bisschen vor der Entwicklung und der Tendenz. Das könnte auf der Bühne stehen, eine künstliche Intelligenz. Gedichte würden vorgelesen von KI. Sonne, Roboter, stimmt von ChatGPT. Vor dem habe ich schon ein bisschen Respekt. Zum Glück. Versteht ihr noch nicht unseren Dialekt? Das wäre für die Fasnacht nämlich fatal, wenn alles würde nun digital. So ist denn vermutlich gerade unseres aus, weil ohne Publikum gibt es auch keinen Applaus. Schau, ihr Hundli, ihr nehmt kein
kein Schiff mehr. Ciao, ihr Hundli, Fasnacht ist wundervoll.